Hey und willkommen zu einem weiteren Textvideo. Wir schauen uns hier an, was der liebe Xur dabei hat, was in dem aktuellen Tweet drin stand, was es aktuell für Glanzstopp, also umsonst im Epperversum gibt und auch was Ada One für Shader dabei hat. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn euch die Zusammenfassung von der Woche vor dem Wochenreset gefällt. Und wir legen erstmal los mit dem aktuellen Tweet. Ja, bevor wir jetzt mit dem Text anfangen, habe ich auf jeden Fall noch eine kleine Info für euch. Und zwar nächste Woche, am Wochenende, also das Wochenende, was jetzt kommt, werde ich wieder mal live streamen und wir werden etwas ganz Bestimmtes machen und dort gibt es auch was Bestimmtes zu gewinnen. Und zwar sind ja aktuell die drei großen DLCs kostenlos bis The Final Shape und ich möchte gerne mit euch zusammen diese Kampagnen durchspielen, die es halt noch nicht haben, weil man unter anderem halt auch Stasis und sowas dort bekommen kann und einfach auch so ein bisschen die Story aufzufrischen mit euch zusammen. Was es zu gewinnen gibt, ist nämlich eine Collector's Edition und zwar nicht irgendeine Collector's Edition, sondern die Collector's Edition von Beyond Light. Die gibt es nämlich nicht mehr zu kaufen, außer halt gebraucht. Die ist halt neu. Und für alle Sammler unter euch, die vielleicht diese Collector's Edition noch nicht haben, ist das vielleicht eine gute Gelegenheit. Also ich hätte die eigentlich selber lieber, weil ich finde die echt cool. Da gibt es eine richtig coole Tasche, natürlich auch wieder Lore-Bücher. Aber ja, also wenn ihr Bock habt auf Twitch, und nächstes Wochenende werde ich das auf jeden Fall streamen und wir werden die Kampagnen zusammen durchlaufen. Ich freue mich da auf jeden Fall schon drauf. Und ich denke mal, ein, zwei Embleme werde ich dort auch nochmal verlosen. Aber jetzt gehen wir erstmal weiter in den Schwarm. Denn diese Woche in Destiny gibt es eine Zusammenfassung von dem Waffentuning. Da gab es ja einen großen Blogpost. Den würde ich jetzt aber jetzt nicht hier noch reinpacken. Der ist sehr umfangreich. Was grob ungefähr zusammengefasst dort auftaucht, ist, dass zum Beispiel die Mods wegfallen komplett, die werden das Spiel verlassen, mit erhöhten Schaden gegen halt kleine Gegner, dann etwas mächtige Gegner, die Majors oder halt Mini-Bosse und Bosse und halt auch der besessenen diese besessene Mod. Die werden komplett wegfallen, dafür werden viele Waffen halt, was war das? 5-20% mehr Schaden bekommen. Ich glaube, das waren die Impulsgewehre oder die Scoutgewehre, die einfach 20% mehr Schaden machen, zum Beispiel an Red Bars. Das ist wirklich heftig, ja. Wenn es euch interessiert, ich verlinke mal unten das Video von Mifftucker, der sich das angeschaut. Und dann schaut ihr gerne da mal rein, wenn euch das interessiert. Und dann gehen wir direkt mal weiter. Und zwar, nämlich, gibt es nämlich einige Sachen, die auch noch vorgestellt worden sind. Und zwar nämlich drei exotische neue Waffen, die ja auch mit The Final Shape reinkommen. Zumindest die gezeigt wurden. Ich denke mal, es wird wieder so ein paar Waffen geben, die versteckt sind. Und hier sind jetzt gerade nur zwei aufgelistet. Es sind aber inzwischen drei. Und zwar gibt es nämlich hier einmal ein Spurgewehr. Und zwar im Heavy Slot. Das gab es bisher auch noch nicht. Die den gleichen Strahl absondern soll wie der Reisende. Und diese Waffe macht erhöhten Schaden an Schilden. Aber die wird noch irgendeinen Perk haben, den sie jetzt nicht genannt haben. Und man weiß auch nicht, welche Fähigkeit, also welche Subclass das ungefähr ist. Manche sagen sogar Kinetik. Und Kinetik in dem Heavy Slot wäre schon heavy, ja. Dann die Kvostov kommt auch wieder zurück, auch als Exo. Hier war es in Destiny 1 so, dass die auch als Exo gab und man dann verschiedene Feuermodis einstellen konnte. Und hier ist es jetzt so, dass hier bestimmte Schüsse noch zusätzlich halt rausgehen. Aber vielleicht kann man hier auch die Schüsse einstellen, man weiß es nicht. Und dann haben wir hier kurz noch das dritte Exo, die Exo-Waffe. Das ist eine Sniper. Und sieht so aus, als müsste man Präzisionskills sammeln, damit man sie chargen kann. Und dann hat man einfach drei, ja, Golden Gun Schüsse auf dieser Waffe. Und diese Waffe kann ja nicht nur ein Hunter benutzen. Das wird auf jeden Fall auch richtig interessant. Dann haben wir hier noch den Warlock-Oberkörper, das neue Exo. Sieht auf jeden Fall sehr geil aus. Und hier ist es halt so, wenn wir mit unseren Nadeln Gegner treffen, werden die gebunden. Aber es sieht so aus, als müsste man alle drei Schüsse treffen. Ja, ist auf jeden Fall ziemlich cool. Und hier haben wir den Hunter, Hunter Exo. Hier ist es so, dass ein bestimmter Aspekt, wenn wir den drin haben, so wie man das rausliest, so Streugranaten zusätzlich, wenn man seinen Nahkampf macht oder seine Nahkampffähigkeit, so Streugranaten losschickt. Da muss man halt gucken, wie doll das Schaden macht. Bin ich nicht so ganz überzeugt von, leider. Und noch das Titan-Exo, was vorgestellt worden ist. Hier kann man auch sehen, das ist so ein bisschen, das ist eigentlich Failsafe. Und hier ist es so, wenn wir Klassenfähigkeiten aktivieren beim Titan, egal welche, kommen Raketen halt raus. Zack. Und die machen wohl ganz schön Schaden. Vor allen Dingen, wenn man hier guckt, dieses Dodgen
vom Titan macht das auch. Das wird bestimmt interessant, weil das Dodgen vom Titan ist, glaube ich, die Fähigkeit, die am wenigsten auflädt. Also die am schnellsten auflädt. Oder die ist ungefähr gleich mit der kleinen Barrikade. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich meine, dass das Dodgen halt auf dem Titan am schnellsten geht. Das wäre halt schon so als DPS-Unterstützung. Müsst ihr mal gucken. Dann, endlich haben wir einen Einblick zu den Waffenverbesserungen in The Final Shape. Und zwar wurde ja schon gesagt, dass diese Waffen und auch andere Waffen, unten ist eine Liste, dass man die auch jetzt sozusagen enhancen kann. Und dann sind die wie gecraftete Waffen und die Perks darauf sind dann auch verbessert. Ist halt gut für Waffen, die man zum Beispiel so gedroppt hat und jetzt nicht craften möchte, nochmal extra. Oder die man halt gar nicht craften kann. Und hier haben wir zum Beispiel die Lunas als Beispiel. Und hier sieht man es halt nochmal genau. Hier sind dann halt zum Beispiel, hier kann man auch nochmal hier den Meisterwork dann ändern. Hier ist frei. Wenn man das auf einem gewissen Level natürlich gelevelt hat. Man muss die Waffe ganz normal wie auch gecraftete Waffen leveln. Und wenn man das dann gemacht hat, auf gewissen Stufen, das schaltet sich so ein bisschen frei, können wir auch den Masterwork natürlich hier auch nochmal ändern. Wenn wir dann irgendeinen falschen haben, können wir den einfach reinpacken. Dann kann ich eigentlich meine Mountaintop ja doch lassen. Geil. Und wir haben vor allen Dingen hier nicht so wie bei normalen gecrafteten Waffen zwei Enhanced Perks, sondern wir haben einfach vier. Das ist halt super geil. Und ja. Und hier unten ist auch nochmal die Liste von den Waffen, die dazukommen. Ich denke mal, in Zukunft werden auch noch mehr Waffen dazukommen, auf jeden Fall. Aber das ist jetzt erstmal so das Geplante. Schwur des Schülers Raid Meisterwaffen. Die normalen Waffen kann man ja im Schwur des Schülers Raid craften. Die Meisterwaffen aber nicht. Aber die kann man dann enhancen. Sehr gut. Dann Hüterspiele Waffen. Da gibt es inzwischen 3, 4 oder so. Die kann man auch enhancen dann. Kings Fall Meisterwaffen auch. Dann alle Gambit-Waffen wohl, die zumindest aktuell drin sind. Dann kompetitiver Schmelztiegel, und zwar alle. Ich denke mal, damit sind auch die alten Waffen gemeint. Also eine alte Luna, eine Not Forgotten und so Sachen. Das ist bestimmt richtig geil. Dann Prüfung von Osiris, die ganzen Waffen. Dann normaler Schmelztiegel, Eisenbanner, Vorhut-Ops, Dämmerung-Waffen und Prophezeiungs-Dungeon-Waffen. Die können alle so gemasterworked werden. Richtig geil. Und hier steht auch nochmal, das schließt auch ältere Waffen ein, solange sie ein Ursprungsattribut haben. Okay, das wird natürlich dann ein bisschen schwer. Weil ich glaube, die Luna, die hat keinen. Da gab es das, glaube ich, noch nicht. Genau, aus technischen Gründen können wir leider keine Handvoll Waffen aus der Zeit vor Season 17. Okay. Also da muss man dann nochmal gucken. Schade. Mementos, das sind ja diese speziellen extra Shader, sage ich mal, die man in Dämmerung und Gambit und Osiris bekommen kann, die man dann ab Stufe 30 erst auf die Waffen draufpacken konnte. Und man konnte auch immer nur ein Momentum von einer Sorte drin haben. Und das war ziemlich nervig. Man kann jetzt 3 Stück von jedem im Inventar haben. Also 3 Gambit, 3 Dämmerung und so Sachen. Und man kann die Momentos jetzt so draufpacken. Das heißt, man hat zum Beispiel eine Waffe schon voll gecraftet und möchte dann jetzt zum Beispiel ein Flawless Momentum drauf machen. Dann muss man nicht mehr zur Enklave gehen. Dann kann man das zack direkt draufpacken im Inventar. Das finde ich auch sehr gut. Und was auch noch reinkommt, dass die Fragmentkosten bei Ikora mit The Final Shape reduziert werden. Das ist vor allen Dingen interessant für Leute, die lange nicht mehr in Destiny waren oder jetzt neu in Destiny sind. Man kann sich so 1, 2 Fragmente kaufen, dann ist man komplett leer. Und es dauert halt, wenn man halt noch die richtigen Mods und so nicht hat und auch nicht die großen grindigen Aktivitäten noch spielen kann, dauert es halt wieder dann das hohe Level zu kriegen. In Glimmer, meine ich natürlich. Und deswegen finde ich das auf jeden Fall sehr gut. Und Pantheon haben wir jetzt Rogue dazu. Was hier bei Pantheon jetzt anders ist bei Rogue, als wie beim normalen, es tauchen immer wieder Tormentor auf jeden Fall. Es sind mehr Gegner. Die Gegner sind natürlich schwieriger, weil man jetzt aktuell 15 Level drunter ist. Ja, genau. Also egal wie hoch man ist 15 Level runtergedrückt. Halt Vorbereitung für Day One ist es halt dafür angedacht. Und oben gibt es nicht nur einen Rogue, sondern noch einen zweiten. Und das ist sozusagen wie so ein Schatten. Also den kann man auch nicht damagen. Der nervt einfach nur. Das Problem ist halt, wenn der halt einen kickt, ist man low life. Und wenn man dann noch irgendwie von den Ads oder von diesem Beam Schaden bekommt, stirbt man. Und das hat uns halt auch ganz oft gekillt und sonstige Sachen. Wir haben ihn jetzt gelegt bekommen. Hier packe ich euch eben kurz mal 1, 2 Clips rein. Die sind echt lustig geworden. Feine! Ja, Feine, drauf. Ja, nur wieder super. 13 Sekunden. Achtung. Ich hab bei Heavy eh auf das Special mehr. Da wurde schwer. Komm, nur ein bisschen Damage.
fuck. Er ist tot! 0-1! Alles Bruder! Er ist tot! Oh mein Gott! Scheiße, Digga, er ist tot! Alter! Ich kann nicht mehr. Und genau, als nächstes haben wir die neue Exo-Mission, Stunde 0. Für die Outbreak, die ist jetzt auch drin. Und dann gibt es ein mega riesen Comic von jemandem, der schon seit Anfang an bei Destiny 1 dabei ist. Mit allen Höhen und Tiefen, ein bisschen auf lustig gemacht. Der Schwab ist wie immer unten verlinkt, könnt ihr euch sehr gerne anschauen. Und dann steht hier nochmal Destiny Inhalt Tresor Updates, also halt der Content Vault. Mit Beginn von Jahr 7, ne, also wenn halt The Final Shape draußen ist, werden halt bestimmte Sachen verschwinden. Ganz klar, da muss ich auch noch ein Video zu machen, denn es werden halt viele Sachen weggepackt, weil sonst wird das Game einfach auch zu groß. Das ist vor allen Dingen auch, glaube ich, weil die älteren Konsolen, also die PlayStation 4 und die Xbox One, die kommen halt auch irgendwann nicht mehr hinterher. Und damit ist dann halt, wird jetzt alles vom letzten Jahr weggepackt, die Storys kann man nicht mehr spielen, die Aktivitäten kann man nicht mehr spielen, die Waffen kann man so nicht mehr easy bekommen zum Craften, wenn man noch irgendwie die Baupläne dafür braucht. Ja, ich glaube, die Extra-Missionen verschwinden auch. Genau, ja, genau, die Extra-Missionen verschwinden auch. Dann gibt es noch wegen Kindersicherung, okay, und bekannte Probleme wieder. Und dann haben wir hier noch Art of the Week. Das sind irgendwie gefühlt alle Geisthöhen, die es irgendwie gibt. Zumindest alle exotischen, sage ich jetzt mal. Und dann haben wir hier noch ein Titanen-40. Und ja, nächste Woche gibt es weitere Infos zu The Final Shape. Wenn man jetzt schaut, nächste Woche, zwei Traps gibt es noch. Zwei Stück. Ich denke mal, es wird auch jeweils noch ein Blogpost am Mittwoch auftauchen, weil vielleicht noch so viel angekündigt wird. Es sind ja nur noch zwei Wochen. Ja, gut. Dann gehen wir jetzt einmal rüber in Destiny und schauen mal kurz, was das Everversum so für uns hat. Kostenlos für Glanzstaub natürlich. Also, im Everversum haben wir auf der ersten Seite dieses Mal einmal entfesselt. Dann haben wir ein Ornament für die Geliebt, aber das finde ich jetzt irgendwie nicht so toll. Dann Stasis-Ankunft haben wir. Und wir haben hier einmal den Shader gelöste Gusszinn-Bronze. Ist auch an sich wirklich ein cooler Shader. Der ist halt einfach größtenteils wirklich sehr dunkel. Nee, ist nicht unbedingt komplett schwarz, aber wirklich sehr dunkel. Und dann haben wir noch Rauchgrau. Ja, aber er leuchtet auf jeden Fall rot. Also der Leuchteffekt ist rot. Und denkt dran, hier sind immer 700 Glanzstaub. Nehmt ihr auf jeden Fall mit, wenn ihr die noch nicht habt. Und dann gehen wir auf die zweite Seite. Einmal, da haben wir die Geste, den Müll rausbringen. Die habe ich mir gekauft. Ich finde, die passt zu gewissen Situationen, wie gestern zum Beispiel beim Pantheon, wo ich oft gestorben bin. Mann. Dann haben wir den Vorhut Mutprobenumhang für den Hunter. Das ist, glaube ich, der Umhang, den Kate hat. Also, wer Lust hat, den Umhang von Kate zu haben, kann sich das gerne zwar für 1200 Glanzstab, ist schon echt happig, aber es ist immerhin so gesehen kostenlos. Und der Titan hat als Klassengegenstand dieses kleine Ding hier. Okay. Und der Warlock hat diesen Reifen hier. Okay. Will ich jetzt nicht so. Dann haben wir hier die Meerbandhülle. Wiu, wiu. Und wir haben eine umgestaltete Form. Ja, es hat so ein Scharschiff. Und wir haben hier den Wanderwagen. Ein Sparrow. Ja. Und auch die Vorhut-Mutprobe. Bin mir nicht sicher, ob das nicht die Version ist, die Kate auch hat. Ich bin mir da echt nicht ganz sicher. Ich glaube, er hat vielleicht doch nur die Standardvariante. Sieht auf jeden Fall auch ganz nett aus. Und wir haben hier einmal, und jetzt alle zusammen, das ist eine Geistprojektion und Shader, haben wir den Tiefseeausflug. Ja, es hat schwarz, rot-blau. Dann Wein des goldenen Zeitalters. Das sage ich ja auch immer, wer den nicht hat, kann sich den gerne holen, weil ich finde den einfach ziemlich cool, so mit dem Weinrot, dunkel, gold. Finde ich schon ziemlich schick. Dann königliche Behandlung. Ja, und strahlender Chariot. Auf jeden Fall auch sehr hell. Und knallig. Und noch drei Teleportfähigkeiten. Einmal führendes Licht, dann noch blinder Griff. Das ist irgendwie der Stein von Eris. Und wiederbelebter Schatten. Gut, dann gehen wir jetzt mal zu Xur. Der steht nämlich auf Nessus. Und wir gucken mal, was der so hat. Oh, ich bin ja direkt hier. Was für ein Zufall. Also, der liebe Xur hat... Also, der liebe Xur hat einmal die Arbalest. Das ist wirklich ein sehr geiles Linear-Fusionsgewehr.
Es ist wirklich sehr stark, vor allem gegen Barriere-Champions. Und ist einfach so ein Ding, was man auf jeden Fall immer dabei haben sollte. Kann man auch per Quest, glaube ich, aktuell holen, aber man kann es auch hier bei Xur holen. Dann haben wir einen Exo Hunter Brustkorb, der eh nicht gespielt wird, aktuell zumindest in der Meta, und hat auch keine guten Werte. Dann haben wir für den Titan Deon Hände. Ich weiß nicht, also das ist, nee, das ist nix, nee. Dann haben wir den Hirsch und das sieht gut aus. Der Hirsch ist eher so ein Ding, was man, glaube ich, im PvP spielt. Wenn man im Riff steht, bekommt man ein Schild. Wir bekommen unser Riff schneller zurück, wenn wir kritisch verwundet sind. Und beim Tod lassen wir sogar einen Riff dann liegen für unsere Teammates. Also das ist halt vor allem mit hoher Erholung. Erholung will man immer im PvP haben. Ich glaube, das nehme ich mir jetzt einfach. Weil ich glaube, ich habe sowas für den Warlock nicht. Sowas Gutes. Dann Waffen. Haben wir die wahre Prophezeiung? Nein. Flucht des Hirten, des Sniper, auch nicht wirklich toll. Das Impulsgewehr auch nicht wirklich toll. Die Entscheidung, nein, auch nicht. Icarus Sniper, auch wirklich eine nette Sniper. Wer kann noch, also wer noch schmieden kann, der kann das auf jeden Fall sich dann holen zum Schmieden. Aber sonst die Perks sind nicht gut. Dann haben wir hier noch die Guillotine, auch nicht wirklich toll. Und wir haben hier noch einen Granatwerfer, der auch nichts Tolles hat. Also die Waffen sind wirklich nicht gut. Ja, dann Arme für den Hunter sehen echt nicht gut aus. Ich habe Befürchtungen. Ach du meine Güte, das sind Werte von einer blauen Rüstung. Okay, der Helm ist auch absolut Müll. Beine auch, oh mein Gott. Und die Falkenmond, was haben wir denn hier? Fixer Zug. Okay, ist jetzt auch nicht wirklich was. Gut, ich werde jetzt nicht auf Titan und Warlock gehen, weil es war bisher immer so, und ich werde das gleich nochmal nachgucken, dass, wenn die Rüstung so niedrig ist, ist sie bei anderen auch so niedrig und dann lohnt sich es auf jeden Fall nicht. Ja gut, dann gehen wir jetzt erstmal dann weiter zu der lieben Ada One. So, also die liebe Ada hat noch was Interessantes dabei. Einmal Sautu Stamm. Ja, ist ganz nett eigentlich. Blau, also bläulich. Und weiß und dunkel. Dann Blumen von Io. Ja. Und dann die neue Moishi-Diamanten. Oh, das sieht schon cool aus. Auch das Gold, wie das so schimmert, wie das so glänzt. Hat was, hat was. Ja gut, das war's dann jetzt mal wieder von meiner Seite aus. Wie gesagt, ich bin jetzt am Wochenende, nächstes Wochenende live. Ich weiß halt noch nicht, ob jetzt Freitag, Samstag, Sonntag, das muss ich halt noch gucken. Aber ich werde auf jeden Fall mindestens einen Post da lassen. Und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da seid. Vielleicht müsst ihr ja auch noch irgendwelche Kampagnen durchspielen. Dann können wir das gerne zusammen machen. Das ist absolut kein Thema. Und vielleicht gewinnt ihr ja noch die Collector's Edition. Und vielleicht noch ein Emblem. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Ciao, ciao.